der EU Gun Ban. Was ist es? Was verbirgt sich dahinter? Warum ihr euch als Waffenbesitzer definitiv dafür interessieren solltet, seht ihr jetzt nach dem Intro. Servus und schon mal herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Weswegen ich mich selber jetzt auch mit einmische, da ist ganz einfach. Ich bin angehender Waffenbesitzer. Viele von euch sind es wahrscheinlich. Und es ist ein Thema, das jeden Waffenbesitzer oder jeden Waffenliebhaber, auch angehende Waffenbesitzer, interessieren sollte. Denn es geht um den EU Gun Ban. Und zwar steht ein neues Waffengesetz, eine Waffengesetzänderung vor der Haustüre, die komplett alle Mitgliedstaaten der EU betreffen wird. Mitgliedsländer, sollte man sagen. In Deutschland haben wir sowieso schon eins der schärfsten Waffengesetze überhaupt. Aber selbst das soll nochmal schärfer werden. Zuallererst möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Denn ich möchte euch mal ein bisschen verdeutlichen, was es in Deutschland eigentlich alles vertreten gibt. Ja, und wenn ich auch nicht alle aufzähle, dann wenigstens ein paar. Damit ihr schon mal ein bisschen einen groben Umriss davon habt, wie viele Leute sich eigentlich dafür interessieren sollten und wie viele Leute dieses Thema wirklich etwas angeht. Wir haben in Deutschland sehr viele Schützenvereine. Diese resultieren aus verschiedenen Schützenbünden. Ja, Schützenbünde, die sich dafür einsetzen, Disziplinen und Gemeinschaften zu bilden, damit man als Sportschütze überhaupt das Recht hat auf eine Waffe und das sportlich betreiben kann. Ja, damit man auch irgendwie schießen gehen kann. Und da gibt es verschiedene. Ich lese jetzt gerade mal vor und blende euch die nochmal ein, nur dass ihr ein bisschen hier einen Überblick habt. Es gibt zum Beispiel den Deutschen Schützenbund, den Rheinischen Schützenbund, die International Shooting Sport Federation, Nordwestdeutscher Schützenbund, Bund der Militär- und Polizeischützen, Bund Deutscher Sportschützen, Deutscher Bogensportverband, Deutsche Skisportunion oder die German Rifle Association, um nur ein paar zu nennen. Es gibt noch mehr und ich habe noch nicht mal alle gefunden. Es ist leider auch ein bisschen schwierig, jetzt irgendwo ein Portal zu finden, wo man sagen kann, okay, hier wird man gescheit aufgeklärt und hier findet man auch alle vertretenen Bünde. Man kann zum Beispiel, ohne in den Schützenverein einzutreten, auch Mitglied einer dieser Bünde werden. Die meisten Schützenvereinmitglieder sind auch Mitglieder mehrerer von diesen Schützenverbänden. Und Stand 2016, ja, gab es 14.374 Schützenvereine. Ich bezweifle mal, dass es heute noch stimmt. Ich schätze mal eher, dass wir ein bisschen mehr Schützenvereine mittlerweile in Deutschland haben, was eigentlich nur zeigt, dass wir vielleicht, ich sag mal, bei knapp 15.000 Schützenvereinen sind in Deutschland. Das ist eine riesige Zahl, ja. Schützenvereine gibt es fast in jedem kleinen Dorf oder ein bisschen größeren Städten, da Schützenvereine ja ziemlich sehr traditionell angelegt sind. Die Schützenbünde müssen nicht zwangsläufig einen Schützenverein haben oder eine Schießstätte. So ist es zum Beispiel halt auch beim Bund der Militär- und Polizeischützen. Die haben ihre eigenen Schießplätze, aber man kann als Mitglied des Bund für Militär- und Polizeischützen frei in jede Schießstätte gehen und dort schießen. Ich weiß, es wird ein bisschen wenig Aufklärung betrieben in Deutschland, denn die meisten, und das kann ich natürlich nur verstehen, die meisten Bewohner Deutschlands glauben noch nicht mal oder wissen noch nicht mal, dass der legale Besitz von Waffen in Deutschland gestattet ist, dass es überhaupt möglich ist, eine Waffe zu besitzen und was für Waffen man besitzen kann und schießen kann, das wissen selbst die meisten, die auch irgendwie mit Waffen im Beruf zu tun haben, selber nicht. Für alle, die daran interessiert sind, wie kann ich einem Schützenverein beitreten? Ich suche mir entweder einen hier aus dem Internet raus oder gehe vor Ort in den nächsten Schützenverein. Man muss gucken natürlich, wie alt man ist. Unter 12 Jahren darf man zum Beispiel nur mit Laserwaffen schießen, das ist quasi wirklich nur eine Laseroptik, die auf ein elektrisches Ziel dann irgendwie trifft. Da wird also nichts geschossen, richtig, sondern lediglich ein Lichtstrahl betätigt. Von 12 bis 18 Jahren nur mit Einwilligung der Eltern und mit der Anwesenheit eines Jugendschießleiters darf man gerade mal Luft- und Gasdruckwaffen schießen. Ab 18 Jahren darf man Waffen mit Kaliber 22 schießen oder Einzelladerflinten bis Kaliber 12, sofern man eben durch genehmigte Schießordnung zugelassene Waffen benutzt. Armbrust zum Beispiel darf man auch erst ab 18 besitzen, ist aber eine frei erhältliche Waffe,
Dazu muss man nicht irgendwo eine Waffenbesitzkarte besitzen, da bei einer Armbrust eben laut Waffengesetz kein Projektil durch einen Lauf geschossen wird oder getrieben wird. Somit entspricht die Armbrust momentan noch keiner Waffe. Ab 21 bis 25 Jahren darf man erlaubnispflichtige Waffen mit anderen Kalibern schießen, also alles höhere als 22, aber nur bis 25 mit psychologischem Gutachten. Das heißt, ein psychologisches Gutachten muss vorliegen, sonst kann ich den Schießsport so nicht betreiben. Ab 25 Jahren darf man das auch ohne psychologisches Gutachten. Da kann ich mich dann einfach anmelden und dann geht's los. Wie ich zu einer Waffenbesitzkarte komme, ist eigentlich in ein paar Schritten auch erklärt. Ich muss mindestens ein Jahr Mitglied sein in einem Schützenverein oder Schützenbund und muss vorweisen, dass ich regelmäßig schießen gehe. Das heißt, mindestens einmal im Monat sollte ich doch schießen gegangen sein. Eine Regelmäßigkeit muss deutlich sein. Ich brauche ein polizeiliches Führungszeugnis. Das ist natürlich wichtig, denn habe ich Straftaten begangen, wird der Waffenbesitz für mich schon mal rausfallen. Das heißt, ihr solltet sauber sein und nichts im Schilde führen, denn dadurch gibt es ja eben diese Voraussetzungen, warum man eine Regelmäßigkeit vorweisen soll, damit man nicht einfach hier einmal zum Schießen geht, eine Waffe bekommt und dann am Ende vielleicht vorhat, eine Straftat damit zu begehen. Innerhalb dieses Jahres sollte man gucken, dass man einen Waffensachkundeunterricht macht. Der wird natürlich auch mit Prüfung abgelegt. Und danach kann man dann endgültig zur Beantragung einer Waffenbesitzkarte gehen. Davon gibt es auch verschiedene. Ich denke mal, da werde ich ein längeres Video drüber machen, wie man da vorgehen kann, was es da für Unterschiede gibt. Denn einen Waffenschein, von dem man meistens redet, gibt es in Deutschland so nicht. Ja, das heißt Waffenbesitzkarte. Das erlaubt aber nur den Besitz zu Hause in einem Tresor einer Waffe, die man lediglich verschlossen transportieren darf zur Schießstätte und wieder zurück. Ja, ein Waffenschein in dem Sinn gibt es lediglich für Personenschützer, die dann auch wirklich in der Lage sind, rechtlich gesehen, eine Waffe mit sich zu führen und diese auch zu nutzen im Dienst. So, aber um mal ein bisschen zu verdeutlichen, wir haben so viele Leute, die quasi schießen gehen können. Ab 12 Jahren kann man sich mit Schusswaffen ja quasi befassen. Und wie viele Leute gibt es eben da draußen? Junge Leute, die gerne Paintball schießen, die Soft-Air schießen oder Airsoft, im Airsoft-Sport unterwegs sind. Ja, wir haben so viele Leute, die mit Waffen zu tun haben, die sich darüber auch informieren sollten und die sich damit auch vielleicht befassen sollten. Denn momentan ist es ja auch so geregelt, ab einer bestimmten Joule-Zahl zählt auch eine Airsoft-Pistole als scharfe Waffe. Das heißt, man könnte eure Waffe natürlich auch irgendwann bestimmten Voraussetzungen dementsprechend auslegen, dass eine Airsoft-Waffe zu militärisch aussieht, zu gefährlich ist und auch die schließlich irgendwann verboten wird. Das heißt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das Waffengesetz so streng wird, dass legale Waffen irgendwann gar nicht mehr erhältlich sind und für Sportschützen das ganze Hobby nicht mehr ausführbar ist, ja, dann kann es auch sein, dass sämtliche andere Waffen von der Bildfläche verschwinden müssen, auch wenn es keine richtigen Waffen sind. Ich habe mir jetzt mal von Micha aus Kuma Tactical ein paar Zahlen abgeschaut. Die hat er in einem super coolen Video hier schon mal aufgeführt. Ich verlinke euch das Ganze in der Infokarte. Guckt euch das bitte an. Das sind sehr viele interessante Daten drin. Und ich habe jetzt gesagt, ich hole hier nochmal ein paar Daten mit rein, die er so noch nicht aufgezählt hat, weil das Thema einfach verdammt groß ist und wir nicht alles abdecken können. Schaut euch sein Video bitte an. Ich nehme hier mal die Zahlen raus. Die blende ich auch nochmal ein, damit wir ein ungefähres Bild davon bekommen, wie viele Leute sich wirklich mit Waffen befassen. Wie er schon gesagt hat, wir haben 385.000 Leute mit Jagdschein, also Jagdscheininhaber. 1,45 Millionen Legalwaffenbesitzer. Ja, ob man jetzt Jäger ist oder nicht, da werden jetzt alle mit reingezählt. 75.000 Mitglieder im Bund Deutscher Sportschützen, das sind schon mal eine Menge. Aber, aufgepasst, 1,35 Millionen Mitglieder im Deutschen Schützenbund. Das sind 1,3 Millionen Menschen, allein nur in einem Verein. Das müsst ihr euch mal ein bisschen vorstellen. Wie viele Leute eigentlich davon wissen und trotzdem in der großen Menge der Bevölkerung Waffen ziemlich totgeschwiegen werden. Wir haben 31.000 Mitglieder im BDMP, also im Bund Deutscher Militär- und Polizeischützen, 16.500 Mitglieder Deutsche Schützenbund Union, 115.613 Mitglieder im Verband Reservisten der Bundeswehr, 600.000 Mitglieder Bund der Historischen Schützenbruderschaft, 1.300 Verband Deutscher Büchsenmacher, 4.500 in der German Rifle Association. Dann haben wir zusätzlich
Das sind auch Leute, die es definitiv angehen sollte. 270.000 Polizisten und 181.000 Soldaten. Insgesamt haben wir damit eine ungefähre Zahl. 4,4 Millionen Menschen, die wirklich mit Waffen zu tun haben oder welche besitzen oder in den Vereinen zumindest mal sind. Das sind, ich schreibe die ganze Zahl unten ran, 4.479.913 Menschen. Die habe ich jetzt immer so zusammengerechnet. Aber ich denke mal, es sind noch viel mehr. Oder es variiert vielleicht ein bisschen, weil wir haben ja meistens eine Doppelbelegung der Vereine. Manche Legalwaffenbesitzer sind vielleicht auch in mehreren Vereinen einfach Mitglied. Für die Petition, die gegen das verschärfte Waffenrecht jetzt begonnen wurde, haben wir gebraucht 25.000 Stimmen, soweit ich weiß. Wir haben es jetzt geschafft auf über 52.000 Stimmen. Das ist verdammt wenig. 52.000 Stimmen von ca. 4 Millionen. Jetzt frage ich mich, wieso sich so wenige dafür interessieren. Zuerst möchte ich euch eine andere Frage beantworten. Ich habe die Frage bekommen, warum sollten sich denn Soldaten und Polizisten dafür interessieren, dieses Ding zu unterschreiben? Meine Auffassung ist da ganz einfach. Polizisten sowie Soldaten setzen sich für das Volk ein. Punkt Nummer 1. Zweitens, sie tun den Dienst an der Waffe. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man im Dienst definitiv nicht annähernd so viel schießt, wie man schießen sollte. Ja? Ein Großteil der Polizisten und der Soldaten schießen einfach zu wenig. Weswegen ich selber damals auch angefangen habe, privat auch schießen zu gehen, damit ich meine Schießleistung einfach verbessern kann. Weil ich gemerkt habe, einmal im Jahr schießen ist einfach nichts. Da lernt man nichts. Man merkt weder, was man für Fehler hat, noch sonstiges. Das ist schon mal der zweite Grund, warum man sagen sollte, ein Polizist oder ein Soldat sollte sich definitiv damit befassen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die dort definitiv gegen Waffen sind. Kann man sich gar nicht vorstellen, warum sind bestimmte Soldaten vielleicht gegen Waffen, weil sie sich im Umfeld des Dienstes mit anderen Dingen befassen als mit Waffen, wie zum Beispiel halt eben Gerätschaften oder Fahrzeugen. Und denen fehlt es einfach ein bisschen an Interesse für Schusswaffen. Das ist traurig, vor allem wenn man bedenkt, dass man eigentlich als Soldat oder Polizist ja hauptsächlich auch eine Waffe beherrschen sollte. Nun, ich denke halt eben, wenn man fürs Volk einsteht, dann sollte man auch für die Rechte des Volks einstehen. Und es heißt nicht umsonst Waffenrecht. Es ist immer noch unser Recht, Waffen zu besitzen. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, das vergessen viele Leute einfach. Wir haben das Recht, Waffen zu besitzen. Wir dürfen sie schießen. Ja? Und es wird in Deutschland, macht es mir manchmal so den Anschein, als wäre das ein Mythos, als gäbe es hier keine Waffen. Dabei hat Deutschland ja mitunter ein paar der größten Waffenhersteller überhaupt auf der Welt. Ja, oder erfolgreichsten und qualitativ besten, hochwertigsten Waffenhersteller. Was der Micha von Kuma Tactical schon mal angesprochen hat, ist, viele Jäger sagen natürlich dann, ja, das interessiert ja uns nicht, weil für uns bleibt ja immer noch alles gleich. Laut dem neuen Entwurf für Waffengesetz. Ihr sitzt genauso mit dem Boot. Wir sitzen alle mit dem Boot. Ich möchte jetzt nicht die Jäger schlecht reden. Ich glaube, da ist nicht jeder so drauf. Und definitiv jeder, der mit Waffen irgendwie zu tun hat, sollte sich dafür interessieren. Denn entweder möchte man später mal eine Schusswaffe besitzen oder möchte seinen Sport irgendwie ein bisschen weiter voranbringen. Dann sollte man sich da definitiv mal ein bisschen hinhocken, das durchlesen, was wird denn jetzt alles geändert. Das lese ich euch gleich mal vor, so im Groben. Ein paar Sachen habe ich rausgefiltert. Der BDMP hat jetzt Anfang des Jahres eine Ausgabe seines Vereinsmagazins rausgebracht. Und zwar haben sie da gleich mal erläutert, wie das Ganze zustande kam und wie das Ganze ein bisschen ablief. Das verdeutlicht einfach mal wieder, wie das Bundesministerium versucht, ein bisschen hier Waffen auch abzuschaffen. Das Bundesministerium für Bau und Heimat ist nämlich das BMI, die diesen Entwurf für Waffenänderung hervorgebracht haben. Er hat 2 Jahre gedauert, diesen ganzen Entwurf aufzubauen. 2 Jahre. Der wurde eingereicht und den Verbänden zugeschickt im Januar. So, jeder, der sich für Waffen sehr interessiert, der weiß vielleicht, die SHOT Show in Las Vegas ist im Januar. Kurz darauf haben wir auch in Deutschland die internationale Waffenausstellung in Nürnberg gehabt und mehrere kleine Waffenausstellungen. Und das sind natürlich alle möglichen Verbände, genauso wie große Namen in der Waffenbranche, sehr stark involviert. Das heißt, da hat man kaum noch Kapazitäten, kaum noch Leute zur Verfügung. Und in dieser Zeit wurde eben quasi den ganzen Verbänden der Entwurf vorgelegt. Die Fristsetzung zum Durchlesen, zum Prüfen und zur Stellungnahme diesen ganzen Waffenentwurfs, das 2 Jahre lang entworfen wurde,
Die Fristsetzung dazu waren 2 Wochen. Das heißt, die Verbände hatten in Unterbesetzung 2 Wochen Zeit, ein in 2 Jahre ausgearbeitetes Waffengesetz zu prüfen und eine Stellungnahme dazu zu schreiben. Der BDMP hat über das Forum für Waffenrecht um eine Fristverlängerung gebeten. Großzügigerweise haben sie noch 1 Woche Aufschub gewährt. Das heißt, alle Verbände hatten 3 Wochen Zeit. Nicht mal 1 Monat Zeit, um ein 2 Jahre lang ausgearbeitetes Waffengesetz zu lesen, zu prüfen und eine Stellungnahme dazu zu schreiben. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, das ist eine unmögliche Aufgabe. Ich weiß nicht, wie es ablief, ob die Vereine das oder Verbände das irgendwie hinbekommen haben und inwiefern. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Community zusammenstehen und bei der Petition mithelfen. Ich sag's nochmal, die Petition mache ich hier unten rein, den Link geht super einfach. Wer hier noch sagt, es ist mir zu viel Aufwand, dem gehört eigentlich rechts und links eine Ohrfeige verpasst, denn wir haben tatsächlich die Möglichkeit, über das Internet und über den PC innerhalb von weniger Klicks zu einem Ergebnis zu kommen. In diesem Fall sind es vielleicht 3 oder 5 Klicks, die ihr machen müsst, ja? Bitte nehmt euch diese paar Sekunden Zeit, tut was dazu, helft ein bisschen, das Ganze hier irgendwie zu stoppen und das Waffengesetz, die Waffengesetzänderung anders aussehen zu lassen, damit es uns nicht weiter beschneidet. Denn sind wir mal ehrlich, wen trifft es denn am Ende? Den Bürger, den legalen Besitzer einer Waffe, der wirklich viel tut, dafür eine Waffe zu besitzen. Wie ich gesagt habe, ich bin angehender Waffenbesitzer. Ihr habt mich jetzt schon vieles schießen sehen, aber meistens habe ich mir immer nur Waffen geliehen. In meinen Vereinen oder eben halt durfte ich mitschießen bei irgendeinem Freund oder Bekannten. Das Problem ist auch bei mir, dass ich eben zeitlich gesehen ziemlich begrenzte Zeit habe, deswegen nicht so oft zum Schießen kam, wie ich manchmal wollte. 1 Jahr lang konnte ich kaum schießen gehen. Deswegen ist in diesem Jahr lang zum Beispiel meine Regelmäßigkeit nicht vorzeigbar gewesen. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich nur 1 Jahr lang komplett etwas tue. Wenn ich ein 2. Jahr lang danach nicht regelmäßig zum Schießen gehe, werde ich aufgrund dieses Jahres nicht eine Waffe beantragen können. Auf der anderen Seite hatte ich zu kleine Wohnungen oder konnte keinen Waffenschrank einsetzen lassen. Dann kam zwischenzeitlich noch die Änderung für das Besitzen oder für das Lagern für Waffen, da man jetzt mittlerweile andere Waffenschränke besitzen muss. Das heißt, man muss erstens mal wieder teurere Waffenschränke kaufen, was ja auch schon wieder eine weitere Einschränkung war, die in den letzten Jahren so passiert ist. Und zusätzlich kam dann halt eben dazu, dass ich finanziell vielleicht nicht immer ganz so gut aufgestellt war, um zu sagen, jetzt gehe ich her und kaufe mir gleich mal einen Waffenschrank für über 1000 Euro und nochmal eine Waffe, die für mich vielleicht auch nochmal 1000 Euro kosten. Dann kommt natürlich noch dazu, das Beantragen. Und dieses Jahr möchte ich es endlich umsetzen, möchte nach 4 Jahren Mitgliedschaft, ja, oder fast 5 Jahren Mitgliedschaft endlich eine Waffe besitzen, um mit dieser Waffe regelmäßig schießen zu können, um endlich auch mal mein Können ein bisschen voranzutreiben und einfach besser schießen zu können. Denn das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum ich das Ganze betreibe. Und jetzt seht ihr, wenn dieses Waffengesetz jetzt schon wieder verabschiedet wird, bevor ich es geschafft habe, eine Waffe zu besitzen oder beantragen, dann habe ich schon wieder weitere Limitierungen. Und dazu kommen wir jetzt. Was soll geändert werden? Der BDMP hat das auch schon mal aufgeführt. Und zwar soll das Erlaubnis für eine Waffe, das erteilt wurde, nach 3 Jahren geprüft werden. Auf das Fortbestehen soll es geprüft werden. Das heißt, bin ich jetzt in der Lage, eine Waffe zu beantragen, werde ich in 3 Jahren wieder überprüft, ob ich denn überhaupt noch weiterhin eine behalten darf. Das heißt, in diesen 3 Jahren muss ich trotzdem wieder vorweisen, dass ich regelmäßig schießen gehe. Wenn mir das wieder nicht gelingt, aufgrund meines Berufs, dann werde ich jetzt in 3 Jahren ein Problem haben, dass mir man ja wahrscheinlich dann die Waffe wieder abnimmt. Dann habe ich gerade 5 Jahre lang dafür verbracht, eine Waffe zu bekommen, werde beruflich gesehen leider nicht dazu kommen, so viel zu schießen. Und dann bin ich meine Waffe gerade wieder los. Das Mitnehmen der Waffen zum Zweck des Skisports soll auf eine Anzahl von 6 Waffen beschränkt werden. So, das heißt, in bestimmten Vereinen gibt es Disziplinen mit mehreren Waffen. Jede Disziplin quasi beschreibt, was für eine Waffe ich dafür benutzen kann. Gehe ich jetzt auf einen Wettkampf, auf den ich 8 verschiedene Disziplinen mit 8 verschiedenen Waffen schieße, bin ich nicht mehr in der Lage, alle diese 8 Waffen mitzunehmen auf den Schießstand. Ja? Das heißt, ich darf nur noch 6 mitnehmen. 6 Waffen davon mitnehmen und kann aber nicht mehr alle Disziplinen schießen. Jetzt kommen wir zum Punkt 1 wieder. Schaffe ich es nicht, in diesen Jahren quasi rechtzeitig immer wieder zu schießen auf Wettkämpfen, um zu beweisen,
dass ich meine Waffe regelmäßig schieße und diesen Schießsport auch weiter betreiben darf, komme ich nicht mehr dazu, weil ich bestimmte Waffen nicht mehr mitnehmen darf, entfällt das auch wieder, wird mir wieder eine Waffe abgenommen. Oder zwei, in dem Fall zwei, weil zwei Disziplinen kann ich ja nicht regelmäßig schießen, weil mir verboten wird, mehr als 6 Waffen mitzunehmen. Dann kommen wir zum Altbesitz, also Magazinen und Magazingehäusen. Bis zum 13. Juni 2017 hat man quasi Narrenfreiheit, wenn bis dahin noch alte Magazine, die jetzt als verboten angesehen werden, erworben wurden, dann werden sie ja nicht abgenommen, dann betrifft einen dieses Gesetz nicht. Aber ab dem 13. Juni 2017, wir haben jetzt 2019, das sind ja schon mal 2 Jahre wieder zurückwirkend, wo man sagen kann, ab diesem Datum habt ihr jetzt ein 25-Schuss-Magazin für eine Kurzwaffe zum Beispiel, müsst ihr bis ein Jahr, nachdem dieses Waffengesetz in Kraft getreten ist, dieses Magazin abgeben bei den Behörden. Die erste Sache ist, kontrolliert das erstmal. Das wird erstens mal ein Riesenaufwand, das Ganze zu kontrollieren und herauszufinden, wer denn wirklich welche Waffe, welche Magazine zu Hause hat. Die nächste Sache ist, wie kann ich nachweisen, wann ich welches Magazin erworben habe? Das ist, da es ja schon 2 Jahre zurückliegt, plus ein Jahr drauf, wenn dann dieses Gesetz in Kraft tritt, also vielleicht in 2 Jahren, innerhalb von 4 Jahren rückwirkend, wie kann ich denn nachweisen, was ich wann wo gekauft habe? Schaffe ich es nicht oder mache ich es nicht, meine Magazine bis dahin abzugeben bei den Behörden, gilt das als Straftat und dann habe ich einen verbotenen Gegenstand, weswegen mir dann meine Erlaubnis zum Besitz des Waffen wieder entzogen wird. Ganz einfach. So, weiterhin soll das Verbot für Wechselmagazine, für Kurzwaffen, die mehr als 20 Patronen fassen und für Langwaffen Magazine, die mehr als 10 Patronen fassen. Das ist natürlich ziemlich blöd, denn was bringt es, etwas zu limitieren, wenn ich schon mal als erstes Disziplinen hauptsächlich schieße, die nur 5 Schuss pro Magazin fassen dürfen? Beim Bund der Militär- und Polizeischützen sind die Disziplinen so ausgelegt, dass man 6 Schuss meistens zur Verfügung hat, das heißt schon mal eins mehr. Und auch in der Waffen-Community, in der ganzen Community der Vereine, wird das auch schon mal ganz, ganz kritisch mal gesehen. Da sind schon mal alte Hasen, die es schon mal gar nicht wahrhaben wollen, dass es einen legalen Schützenverein gibt, der eine legale Disziplin hat, die 6 Schuss pro Magazin erlaubt. Und wenn man dann aber so ein Long-Range-Schießen macht zum Beispiel, wo man mehrere Schuss einfach braucht pro Disziplin, und man kommt dann halt eben mit 10 Patronen nicht so weit, dann kann man diesen Sport ja auch schon gar nicht mehr so ausüben. Denn es gibt da auch natürlich Disziplinen oder Competitions, die erfordern mehr als 10 Schuss. Genauso ist es halt eben bei anderen Disziplinen auch. Dann ist halt eben noch einer der wichtigen Gründe, also Salutwaffen oder entmilitarisierte Waffen, sowie Dekowaffen, sollen gänzlich verboten werden. Das heißt, jede Dekowaffe, die frei erhältlich war ab 18 Jahren, ist dann ab Inkrafttreten dieses Gesetzes ein verbotener Gegenstand, eine illegale Waffe und ganz einfach eine Straftat. Das müssen erstmal alle wissen. Wie viele wissen denn das? Es gibt so viele Sammler, die einfach nur interessiert an Waffen, die sich gar nicht so mit dem Waffengesetz auseinandersetzen. Die besitzen so eine, der hängt die halt an der Wand, so ein altes Gewehr, das ist entmilitarisiert, das kann überhaupt nicht schießen. Ja, und auf einmal, durch einen blöden Zufall, dieses Gesetz ist jetzt durch, kommt das raus, dass er das Ding da hat und er hat sich eine Straftat schuldig gemacht. Deswegen ist es so wichtig, sich damit einfach zu befassen. Interessiert man sich für Waffen, sollte man sich einfach damit mehr befassen. Das sind schon mal die groben Änderungen, die sie jetzt hier in diesem neuen Waffengesetz durchbringen möchten. Die Frage ist, wem hilft das wirklich? Die Terroristen, die diese Anschläge in den letzten Jahren verübt haben, haben keine legalen Waffen benutzt. Das ist Fakt. Die meisten Straftaten einfach in der EU wurden mit illegalen Waffen getätigt. Das ist einfach so, da gibt es keine Belege dafür, dass es irgendwo groß mit legalen Waffen aus irgendwelchen Sammlungen legaler Waffenbesitzer passiert ist. Das sind Terroristen, das sind Kriminelle, die sowieso schon auf einem kriminellen Weg an Waffen rankommen, die wir gar nicht haben dürfen. Denn Terroristen sind ja mittlerweile nicht dumm, die sind ja auch schlau, die besorgen sich Waffen, die nicht nachvollziehbar sind, ja, die man nicht nachvollziehen kann, wo sie herkommen, die nirgendwo auftauchen im System. Ja. Also umso dümmer wäre jemand, der legaler Waffenbesitzer ist, eine Straftat zu begehen, denn man weiß sofort, mit welcher Waffe
von welchem Besitzer diese Straftat begangen wurde. Warum also ist dann unsere Regierung nicht genauso klug wie die Terroristen und bekämpft den Terror in einer anderen Art, sondern versucht wieder legale Waffenbesitzer noch strenger zu behandeln, die überhaupt nichts dafür können? Da sollte sich einfach mal die Regierung ein bisschen dem anpassen, was zeitlich auf dieser Welt geschieht. Terror muss anders bekämpft werden und Terror kann nicht bekämpft werden, indem man einfach noch mehr Rechte entnimmt und seine Bürger einfach am langen Arm verdursten lässt. So, ich möchte nicht zu weit in diese Thematik, werde damit reingehen. Das reicht schon, was ich hier jetzt aber vorgetragen habe. Für mich ist wichtig, dass die meisten Leute hier einfach ein bisschen aufgeweckt werden. Ich freue mich darüber, wenn das Video einfach ein bisschen geteilt wird, ein bisschen rumkommt. Umso mehr Leute wir damit erreichen, mit all diesen Videos, umso besser ist es. Denn wir brauchen eure Stimme. Die Stimmen werden dringend gebraucht bei der Petition. Wir wollen einfach so ein bisschen für Nachwuchs auch sorgen in der Gun-Community. Denn, wie gesagt, Waffenrecht heißt Recht, weil es noch immer ein Recht ist, eine Waffe zu besitzen. Und der Schießsport ist allgemein einfach ein Sport, der viel zu wenig Anerkennung bekommt. Und einer der coolsten Sportarten überhaupt. Denn mehr Verantwortung kann man beim Sport fast gar nicht haben. Wenn man dem Ganzen geistig und körperlich gewachsen ist, dann ist es absolut einer der coolsten Sportarten, die man machen kann. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und euch ein bisschen weitergebracht. Wenn es euch gefallen hat, teilt es bitte gern. Umso mehr Leute davon erfahren, umso besser. Also bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein beim nächsten Video hier bei Tactical Gunbeard. Gunny out.